Mein Name ist Carsten und seit 8 Jahren erkundige ich nun verlassene Orte in ganz Europa. Dies ist das erste Video meiner jüngsten Frankreich-Tour im Herbst. In den frühen Morgenstunden kamen Johanna und ich an unserer ersten Location an und diese hatte es definitiv in sich. Es handelt sich um einen Ort voller alter Schätze, die zurückgelassen wurden. So etwas haben wir noch nie gesehen. Im Laufe der nächsten Wochen werden weitere Abenteuer der Frankreich-Tour folgen. Als Highlight der Tour dürft ihr euch über Videos riesiger, verlassener Schlösser freuen. Doch fangen wir erstmal von vorne an und seht selbst. Guckt euch das mal an, Leute. Wie heftig sieht das aus? LOL, tatsächlich deutsches Kennzeichen. Der sieht echt Hammer aus, wa? Ist ein bisschen vergleichbar mit diesem größten Autofriedhof der Welt, den es in Schweden gibt, finde ich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Die liebe Johanna und ich sind wieder unterwegs. Wir befinden uns gerade an der ersten Location von einer riesen Frankreich-Tour. Wir sind insgesamt 7 Tage unterwegs, haben ca. 20 bis 25 Locations für euch vorbereitet. Und jetzt befinden wir uns an der ersten Location. Hier handelt es sich ja um so einen kleinen Sammler, sage ich jetzt mal, von alten Autos. Das sind sehr spezielle Autos. Laut unserer Vorrecherche sind das wohl so Zitrone-Trucks. Ja, was das Ganze gibt, ob wir die jetzt finden, ob wir... Man sieht sie schon im Hintergrund. Ich glaube, du hast sie schon gefunden. Ma. Oh, ja. Scheiße. Dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen an und ich wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Frankreich-Video. So, wir sind jetzt wahrscheinlich hier direkt schon am Ziel. Das war jetzt direkt auf der linken Seite. Und hier fangen tatsächlich die ersten Fahrzeuge an, Leute. Guckt euch das mal an. Fahrmobil steht jetzt hier drauf. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Dann geht es hier weiter. Ein Auto nach dem anderen. Und das hier sind diese Zitronen-Trucks. Und davon stehen hier wohl, ich glaube, 30 Stück oder so. Dann geht es auf der linken Seite weiter. Ich glaube, das müssten Jaguar sein. 4 Stück. Grüner, roter, genau, silberner und ein weißer. Ja, wir haben hier das Jaguar-Logo. Sogar ist noch angemeldet, ne? Ja, die sind, aber die haben alle noch Kennzeichen als Schüler. Guck mal, das sieht aus wie ein Rennauto. Der? Ist ein Trabi, ne? Oha, da hinten hinterm Zaun stehen auch noch Autos. Ja, das. Oh mein Gott. Voll schön. Wow, die sind auf jeden Fall mega alt alle hier. Wenn sich einer hier ein bisschen besser auskennt, würde ich mich riesig über ein paar Kommentare freuen, was das genau für Autos sind. Hier das nächste Auto mit so einem 80er-Symbol. Das habe ich aber auch schon mal gesehen in der Location. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach hinten und gucken mal, was wir da noch so alles finden werden. Wir haben jetzt hier die nächste Reihe an Autos gefunden. Aber hier vorne stehen halt irgendwie so ein paar Trash-Karren. Aber hier sehen wir dann schön Zitrönen. Wow, in grün, beige, orange da hinten. Hier ist ja wirklich alles dabei. Hier können wir dann auch nochmal reingucken. Ja, alles voller Spinnennetze da hinten. Hier liegt alles Mögliche an Autoschrott drin. Boah. Guckt euch das mal an. Hier sind sogar schon Pflanzen drin gewachsen teilweise. Alter, und so sehen die von hinten aus. Und hier liegen überall Türen drin. Das ist ja unglaublich. So, und guckt euch das jetzt mal an. Ich kann jetzt hier einfach zwischen den Autos gehen. Hier die nächsten. Oh mein Gott. So, und jetzt zeige ich euch mal ein View. Mega geil. Guckt euch das mal an, Leute.
Wie heftig sieht das aus? Ich muss ehrlich sagen, das Auto habe ich vorher noch nie gesehen. Das sieht auch noch komplett angemeldet aus. Das Kennzeichen ist doch komplett neu. Aber heißt es 18.419. Wenn man mal hier reinguckt, guck mal. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würde der noch fahren. Das ist irgendein französisches Siegel, da steht 419. Keine Ahnung, wa? Alter, wie geil! Guck mal, das hat sogar ein deutsches Kennzeichen. Was? Denkst du, die werden vielleicht aufbereitet? LOL! Guck mal, Service. Tatsächlich deutsches Kennzeichen. Vielleicht bereiten die auf und verkaufen die nochmal, weil das hier sieht auch von innen okay aus. Ey, der sieht echt okay aus, sogar mit Verbandskasten und so. Schöne Ledersitze, neue drin. Ich glaube auch, dass der noch fährt. Guck mal, der hat hier sogar ein H-Kennzeichen, ne? Historisch steht ja in dem Fall für über 30 Jahre alt, ne? Der unterscheidet sich dann ein bisschen von denen, ne? Der grüne hier. Ich finde den blau. Boah, der sieht echt Hammer aus, wa? Alter Schwede, aber guck mal, die Frontscheibe ist so zugemodert, hier kannst du gar nicht mehr durchgucken. Hier ist überall Moos drauf. Definitiv eine coole Location, finde ich. Schöne Einsteiger-Location hier auf der Tour. Oder die haben die alten da stehen und die, die noch fahren, zu reparieren. Du meinst, die tauschen die Teile? Ja, das kann natürlich sein, ne? Guck mal, das ist aber auf jeden Fall entweder ein Sammler oder ein Aufbereiter. Keine Frage, ich habe diese Karren noch nie gesehen. Und die stehen hier, die stehen 40 Stück davon, das ist doch unglaublich. So cool. Können wir auch mal reingucken? Und Leute, wir haben tatsächlich zum ersten Mal in diesem Jahr die Winterjacken wieder rausgepackt. Wir haben Mitte September ungefähr und es ist schon arschkalt morgens. Der hat eine neue Tür bekommen, da sieht man's. Oh, ey, der Bus sieht wohl Hammer aus hier. Ein Ferrari-Bus haben wir hier gefunden. Natürlich nicht. Sieht aus wie so eine Verkaufsbude, wenn man das so hochklappen konnte da hinten an der Seite. Ey, der ist richtig cool, der Bus. Und das muss doch derselbe sein, oder? Ja, auch diese Klappe hier an der Seite. Ach, wie cool. Komplett vollgestellt mit irgendwelchen Stühlen. Ist ein bisschen vergleichbar mit diesem größten Autofriedhof der Welt, den es in Schweden gibt, finde ich. Ist echt eine sehr ähnliche Location. Leider gibt es hier nicht viel mehr zu sehen, aber ich finde, war wirklich eine spannende Location. Vor allen Dingen für einen Einstieg, Top-Location, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Würde mich riesig über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen und ich hoffe, dass du bei unserem nächsten Lost Place-Abenteuer wieder am Start bist. Bleib gesund, haut rein, macht's gut und ciao.